Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Angel Pain Reaction. Drei neue Songs haben wir hier, die heute Nacht rauskamen. Ja, drei Tracks. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange, wir gehen rein. Und zwar haben wir die Songs Ich will nicht mehr weinen, Böses Omen und Keine Feelings mehr. Ich würde sagen, laber nicht lange, starten direkt rein. Gib ihn. Mantis, why won't you wake up? Oh my god, wanna be. Die Stimme da so, als der Beat weggegangen ist, auch so ein bisschen lower gemacht wurde in den Background rein. Geil. Das ist geil. Nicht mehr weinen, du wirst es nie begreifen, dass du einfach alles für mich warst, aber jetzt bist du der Grund, warum ich niemals wieder lache. Ich vergieße viel zu viele, jede Nacht kommt eine Träne. Du wolltest, dass ich leide. Ich will nicht mehr weinen. Du kannst dich nicht ändern, denn du bist einfach du. Die ganzen anderen Männer, die haben schon versucht. Ich mache wieder Banger und schreibe Zeilen in meinem Buch. Ich fühle mich nur noch kalt. Ich bin leer, du gabst mir den Halt. Alles fällt mir schwer, ich bin nur noch high. Du hast halt kein Herz, du wünschst mir nur Leid. Du wünschst mir alles Schlechte. Ja, sehr geiler Song, muss man einfach sagen, sehr geiles Ding. Zum Anfang hin sehr, sehr deep gehalten, ne? Erster Track, sehr, sehr deep auch gehalten. Mix und Master braucht man eigentlich nicht raten und auch nicht nachfragen, weil man weiß ja, wer es gemacht hat. Das weiß man ja. Daher auch da gehen nochmal Props an den lieben Yuji raus, der die Bretter hier fertig gemacht hat. Gut, kommen wir zu Böses Omen. Außer ich krieg jetzt Werbung. Los auf die Nuss, Spotify. So. Böses Omen. 3 Minuten 42, der längste Track tatsächlich. Ja, gib ihn. Gaxilic. Oh, God. I'm crazy. And I'm crazy.
crying all alone in my bed. She said I am worthless, I am just a normal man. Sagen Dinge über mich, obwohl sie mich nicht kennen. Das ist wohl der Grund dafür, dass ich so viel denk. Und ich kann es nicht erklären, weiß einfach nicht mehr weiter. Wir gehen getrennte Wege, doch meiner war eine Einfahrt. Ich komme nicht mehr raus aus meinem Herrenhaus. Ich denke mir nur wow, auch ich bin so krass down. Ich könnte gehen, Mann, weg sind die schönen Blumen. Das bedeutet wohl ein böses Omen. Bedeutet wohl ein böses Omen. Und ich sitze wieder ganz allein, weil keiner checkt, was ich wirklich mein. Deshalb lass ich's mittlerweile einfach sein. Versinke tief und frage mich nur, where's my mind? Fühle in mir dieses Elend, ich fühle wie es wächst. Mein Kopf hat viele Schäden, ich frage mich nur, what is next? Es wird mir viel zu viel, mir fehlt wohl nur ein Ziel. Ich führe in den Krieg, wie hab ich so geliebt? Kannst du mir helfen, mich noch zu finden? Ich bin verloren, ein böses Omen. Ich verliere mein Verstand, ich wünsch, ich könnte gehen, Mann. Weg sind die schönen Blumen, das bedeutet wohl ein böses Omen. Bedeutet wohl ein böses Omen. Und ich weiß nicht weiter, was kann ich nur tun? Ey, er kommt halt sehr krass auf so Emo-Rock-Type-Beats, ne? Das ist schon krass, wie gut man, oder wie gut das klingt mit seiner Stimme, solche Beats. Ist schon, ach, schon ehrlich crazy. Der Geist eingesperrt wie im Zoo. Was mach ich nur falsch? Was hab ich getan? Liegt es denn an mir oder bin ich echt so kalt? I'm crazy. Und ich werd verfolgt von meinen bösen Dämonen. Schaff ich sie in den Boden, kann ich nicht, schaff ich nicht. Mir wird das alles zu viel. Kannst du mir helfen, mich noch zu finden? Ich bin verloren, ein böses Omen. Ich verliere mein Verstand, ich wünsch, ich könnte gehen, Mann. Weg sind die schönen Blumen. Sehr geiles Ding. Ich bin ehrlich, er kommt halt sehr krass aus solchen Rock-Type-Beats, aus solchen, ja, ich sag jetzt mal Rock-Type, Emo-Type, Emo-Rock-Type-Beats. Er kommt halt schon sehr gut darauf, muss man halt einfach auch zugeben. Es klingt auch einfach sehr krass von der, vom Mix und Mastering her. Wie gesagt, UT ist, was das angeht, absoluter Macher. Ja. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da noch alles kommt. Was er oder die beiden zusammen so noch geplant haben. Oder was noch so kommen könnte in der Zukunft von ihm. Maybe auch mit anderen Leuten und nicht mit denselben, sag ich jetzt mal. Maybe hat er da auch noch irgendwas. Und da bin ich sehr gespannt. Man muss auch einfach zugeben, er hat sich krank gut gesteigert, wenn man sich Down on High anguckt. Das war ja der erste Song. Und man hat auf jeden Fall eine Steigerung von dem bis eben, ich sag jetzt mal Dead Memories oder auch hierher. Und das war ja schon, ne? Und man hört diese Veränderung auf jeden Fall raus. Und ey, ganz ehrlich, ich bin
krank obsessed, was der für eine Steigerung gemacht hat. Und ich bin einfach krass hyped auf die Sachen, die da noch so kommen werden. Sei es von ihm alleine, sei es von ihm mit Yuji oder was weiß ich wen, ne? Und ja, kommen wir nun zu Keine Feelings mehr, der letzte Song dieser EP. Weil es ist eigentlich eine EP, warum auch immer wird das jetzt Single reingeschrieben. Ich glaube, ab 4 Songs ist es erst eine EP. Ja, gut, ich würde sagen, keine Feelings mehr. Gib ihn. Auch wieder so ein Rock, Emo-Rock-Type-Ding. Sehr geil. Emotions ist kalt, es ist alles schon vorbei. Doch heute schreibe ich noch ein letztes Mal über dich. Nur dass du's weißt, mir tut gar nichts davon leid. Weil heute bin ich der, der ich bin und ohne dich fühle ich nicht. Seit du weg bist, fühle ich mich nicht mehr so gut. Heute sitze ich in meinem Zimmer und ich rauche bisschen Kusch. Von Anfang an dachte ich, ich wäre nicht genug. Doch ich gab wirklich mein Bestes, mein ganzes Herz und Blut. Und wir beide gaben wirklich unser Bestes her. Schreibe Texte in meinem Zimmer und das mit einem schwarzen Herz. Dass ich dich vergessen habe, viel so schwer. Doch das hab ich jetzt und ich fühle mich nicht mehr so leer. Nicht so leer, nicht so leer, nicht so leer. Ich hab keine Feelings mehr, keine mehr. Und ich dachte, ohne dich wäre es beängstigend. Ich bin jetzt mal leer, doch das ist viel besser. Hab die Emotionen ausgeschaltet, ich will gar nichts mehr. Hat es mich gefickt, alles mit deinem Blick. Ja, ich nehme jetzt zwei Drogen, doch ich mach's nicht mehr für dich. Ja, ich mach nichts mehr für dich, mach jetzt alles für mich selber. Haben Felix mal gekickt, wurde ich dadurch immer kälter. Ja, ich hatte mal einen Halt, rolle Tränen in das Play. Und jetzt bin ich nur noch kalt und zu jedem einfach fake. Und wir beide gaben wirklich unser Bestes, ja. Schreibe Texte in meinem Zimmer und das mit einem schwarzen Herz. Dass ich dich vergessen habe, viel so schwer. Doch das hab ich jetzt und ich fühle mich nicht mehr so leer. Nicht so leer, nicht so leer, nicht so leer. Ich hab keine Feelings mehr, keine mehr. Und ich dachte, ohne dich wär's beängstigend. Aber heute kann ich das easy bewältigen. Und wir beide gaben wirklich unser Bestes, ja. Schreibe Texte in meinem Zimmer und das mit einem schwarzen Herz. Dass ich dich vergessen habe, viel so schwer. Doch das hab ich jetzt und ich fühle mich nicht mehr so leer. Nicht so leer, nicht so leer, nicht so leer. Ich hab keine Feelings mehr, keine mehr. Und ich dachte, ohne dich wäre es beängstigend. Aber heute kann ich das easy bewältigen. Sehr geiles Ding. Sehr, sehr geiles Ding. Auch, wie gesagt, ne, Props an Yuji, dass er die Dinge so krass gemacht hat, wie sie jetzt sind. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung, da packe ich euch natürlich hier alles rein. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.